Mein Kollege Konstantin Sauer unterhielt sich mit Robert Pischke, dem neuen Vorsitzenden des Liga-Ausschusses. Frage zu den Ausländern. Wann gibt es denn nur den ersten Ausländer in der Oberliga? Das kann ich nicht direkt beantworten. Ich möchte aber gleich diese Gelegenheit mal nutzen, um noch einmal auf die Durchführungsbestimmungen verweisen, die ja am letzten Wochenende im Sportecho standen. Es gab ja sicher sehr viele Diskussionen im Zusammenhang mit dem Sportfreund König und natürlich auch im Zusammenhang mit den beiden sowjetischen Spielern, die irgendwann mal in Jena spielen. Aber ich möchte das unterstreichen, dass hier die Bedingungen wie in der Lizenzspielordnung veröffentlicht bzw. im Beschluss des Präsidiums durchgesetzt werden. Das heißt, rechtliche Schranken gibt es keine mehr? Nein. Also wir sind sogar als Oberliga-Club sehr interessiert, dass wir eines Tages auch Ausländer bei uns haben.